Hallo zusammen, das ist unser erstes Video zum digitalen Unterricht. Die Schulen, einige haben es mitbekommen, sind zu. Und sie bleiben auch wahrscheinlich noch eine Weile zu. Eins kann ich euch versprechen, die machen wieder auf. Und dann geht es darum, wer hat einen guten Start in die Schule und wer hat die Zeit vielleicht bis dahin sogar ein bisschen dafür genutzt. Hier ein paar Infos, die für euch wichtig sind, nochmal zur Wiederholung. Ihr solltet jeden Tag einmal auf Flownet drauf gucken, um zu sehen, ob neue Aufgaben drauf sind. Ladet euch die Anton-App runter, eine App, mit der ihr üben könnt. Dort werden wir ein bisschen Mathe zusammen machen. In den Videos, die ich online stelle für euch, geht es darum, dass wir ein bisschen auch mit dem neuen Thema anfangen. Guckt immer unter dem Video in der Infobox, ob da irgendwas verlinkt ist, zum Beispiel ein Arbeitsblatt. Die findet ihr auch immer auf meiner Seite QYOMath. Dort könnt ihr unter diesem Video auch immer drauf gucken. Den Link findet ihr dort. Wenn ihr die Aufgaben gelöst habt, kommt in dem nächsten Video immer ein Blog dazu, wie ich das gelöst hätte. Ihr solltet euch das angucken und die Lösungen vergleichen. Wenn ihr wissen wollt, was der Unterschied zwischen einem Freizeitpark und einem Supermarkt ist, dann bleibt dran. Und wir starten mit dem ersten Thema. Das heißt Funktionen. Worum geht es dabei? Ist ein ziemlich komplizierter Begriff, wenn man jetzt irgendwo nachlesen würde. Deshalb klären wir das Ganze an einem Beispiel. Stell dir vor, du hast Lust, in den Supermarkt zu gehen, ein bisschen Hunger und du kaufst dir dort ein paar Äpfel. Jeder Apfel kostet 25 Cent. Du weißt noch nicht, wie viele Äpfel du kaufen möchtest und rechnest einmal für dich durch, wie teuer das Ganze wird. Dazu kann man eine sogenannte Wertetabelle aufschreiben. Das heißt, auf der linken Seite stehen die Anzahl der Äpfel und auf der rechten Seite steht immer der Gesamtpreis. Ja? Hier sieht das dann so aus. Zwei Äpfel kosten dann natürlich 50 Cent und dann geht es so weiter. Drei Äpfel, nochmal 25 Cent drauf, sind dann 75 Cent. Das kann man unendlich lange weitermachen, man kann auch Zahlen überspringen. Fünf Äpfel wären dann 1,25 Euro. Das heißt, hier kann man immer zwei Größen miteinander vergleichen. Zum einen die Anzahl der Äpfel und zum anderen den Preis. Deshalb nennt man das auch, dass man diese zwei Größen einander zuordnet. Eine Zuordnung. Eine Funktion ist deshalb nichts anderes als eine Zuordnung zwischen zwei Größen und die eine Größe hängt von der anderen Größe ab. In diesem Beispiel haben wir den Preis und der hängt von der Anzahl der Äpfel ab. Man sagt auch, der Preis ist eine Funktion der Apfelanzahl. Die erste Größe, also die Äpfel, die ich kaufe sozusagen, die trägt man auf der X-Achse ein und die abhängige Größe, der Gesamtpreis, auf der Y-Achse. Für jeden Wert, ein Apfel kostet 25 Cent, zwei Äpfel 50 Cent und so weiter, kann man einen Punkt eintragen in einem Koordinatensystem, das kennt ihr schon. Wenn man die Punkte also in ein Koordinatensystem einträgt, merkt man, dass die alle auf einer Geraden liegen. Der Preis wächst nämlich sehr gleichmäßig mit der Anzahl der Äpfel. Möchte man einen weiteren Wert bestimmen, braucht man gar nicht rechnen unbedingt, sondern dadurch, dass die alle auf einer Geraden liegen, kann man diese auch verbinden und merkt, dass bei 7 Äpfeln ein Wert rauskommt, der genau mit der Rechnung übereinstimmt. 7 mal 25 sind 1,75 Euro und genau diesen Wert hätte man auch im Koordinatensystem ablesen können. Wir fassen zusammen, bei einer solchen Zuordnung liegen alle Punkte auf einer geraden Linie. Man kann Werte, die weiter rechts liegen, auch mit der Linie sozusagen hervorsagen, statt sie zu berechnen. Solche Zuordnungen, wie diese hier, nennt man proportional. Man erkennt sie daran, dass sie erstmal gerade Linien sind und, ganz wichtig, sie gehen durch den Nullpunkt. In diesem Beispiel bekommt man, wenn man kein Geld bezahlt, auch keinen Apfel. Und null Äpfel kosten nichts.